Der Mangobaum konnte nicht wachsen. Ja, ich weiß, ich müsste noch mal wieder zurück, aber ich habe keine Zeit. So, hi! Na, bereit zur Ernte sind 20, das sind aber nur die Blumen. Aber ich hole mir erstmal einen Kaffee. Ich finde die Kaffeemaschine echt gut, ich brauche davon 5. Guten Morgen, liebe Sorgen. Wildhonig. Ich habe heute in der Kneipe einen richtigen Leckerbissen zubereitet. Entschuldigung, bei Pfannkuchen kommen manchmal diese Geräusche raus. Oh, guck mal, dafür kriegen wir Sammeln. Warte mal, jetzt muss ich ganz kurz, ich muss mal ganz kurz was testen. Was bedeutet das, wenn ich jetzt Sammeln bekomme? Ich habe ja jetzt Sammeln. Kriege ich jetzt mehr? 4. Oh Gott, ich kriege mehr. Okay, wir werden jetzt aber heute keine Brombeeren sammeln, ich verspreche es. Ich weiß, es sind 30.000, aber irgendwo ist auch mal Ende. Irgendwo ist auch mal Ende dann. Heute haben wir auch was anderes vor. Wir wollen... Eigentlich würde ich echt gerne in die... Wüste. Und unser Tauschgeschäft weiter fortführen. Das wäre irgendwie cool. Entenmayonnaise können wir noch da bieten. Wo ist eigentlich unser... Ach, der ist bestimmt irgendwo. Machen wir da keinen Kopf. Wir müssen nochmal neue Mayo Maker machen. Wir brauchen nochmal einen neuen Mayo Maker. Da ist unser, da. Das ist ein Tarn-Dino. Deswegen, weil der sich immer tarnt, ist das ein Tarn-Dino. Hat du zufällig ein Dübbel für mich? Grunze mich nicht an. Das ist mal furchtbar, wenn mich die Tiere angrunzen. Also, sind wir mal ehrlich, ich grunze die auch nicht an. Nicht unbedingt. So, ich gehe jetzt erstmal 24 Samen kaufen. Ich weiß noch gar nicht was. Vielleicht einfach Kürbis. Ist am einfachsten, hält am längsten 23. Das ist eigentlich... Guck, wir gehen keine Brombeeren sammeln. Meine Sammel bedeutet, wir kriegen dann mehr. Ja, man hätte sich's denken können, aber... Was soll's. Brauchten wir für irgendetwas Ingwer? Ach stimmt, wir haben doch hier so eine Aufgabe mit Ingwer, oder nicht? Inselzutaten. Ingwer sammeln. Ja. Hund. Wir müssen ja sowieso noch auf Pam warten. Sonst können wir nicht die Rose abgeben. Dann fahren wir vielleicht nachher auch nochmal in die Abteilung Schnürschuh da hinten. Riffbarsche. Nee, da kann ich mir nicht leisten. Da habe ich keine Zeit für. 23. Vielleicht auch einfach Aubergine? Nee. Nee, 23. Wir haben noch keinen davon gehabt, ne? Vielleicht machen wir einfach das hier. Das da unten sind Artischocken, die wir angebaut haben. Sehe ich gerade. Machen wir es nochmal und dann hier 23 davon. Das sind Antischocken, sollen das sein. Okay, cool. Off we go. Ein Kaffee für dich. Ein Kaffee für dich. Das für mich? Na klar, aber sonst hätte ich es dir nicht gegeben. Vergiss nicht, dir die Hände vorzuhalten beim Niesen. Oh. Schlimm. Belehrt mich immer, als wäre ich, ne? Doof. Dabei bin ich gar nicht so doof. Ich spiele jeden Tag so Doofu, also kann ich nicht so doof sein. So, das sollen... Ich dachte, das wären irgendwelche Blumen, aber das sind, ja, es sind hässliche Blumen.
Zack. Aber die Artischocken. Ich weiß gar nicht, ich habe gar überhaupt gar keinen Geschmack zusammen, wie Artischocken schmecken. Muss ich ganz ehrlich sagen, kann ich euch überhaupt nicht sagen. Ich glaube, das ist einfach nicht mein Essen. Und ich glaube, das ist dann nur, ich kenne es halt nur, dass man es auf Pizza isst. Fragt mich nicht, wo man das sonst isst. Glaubst du überhaupt, heißt das in Deutschland überhaupt so? Ach, ich weiß es nicht. Ich kenne mich doch nicht aus. Ich bin doch nur ein Mädchen. Tihi. Wie gut, dass du mir gar kein... Gut, okay, hat sich erledigt. Wollte mich nicht beschweren, hat sich erledigt, danke. Lalala, lalala, da draußen. So, erstmal wieder verticken. Und diesmal am besten nicht die Entenmayo. Ach komm, Käse, tschüss. Wir gehen jetzt erstmal ganz kurz unser Zeug erledigen, sonst haut's von den Zeiten nicht mehr hin. Der Zug ist gerade eingefahren, aber ganz ehrlich, Zug, get alive. Wir gehen nur in die Wüste fürs Handy. Weil es da nämlich so sandig ist. Deswegen gehen wir da nur in die Wüste. Und ich soll die Kokosnüsse behalten. Weil wir die wohl in goldene Kokosnüsse verwandeln können. So, guck mal, ich habe eine Stardew Valley Rose. Was bekommen wir denn jetzt? Eine Rose aus dem Stardew Valley? Das ist schön. Sehr, danke. Immer wenn ich das Tal vermisse, werde ich an diese Rose riechen. Hier, nimm das. Es steht seit 10 Jahren im Regal und niemand hat es gekauft. Kannst du es haben. Erweiterte TV-Fernbedienung. Sie hat mehrere Tasten. George? Der sitzt irgendwie immer vorm Computer. Fernseher. Vielleicht George. Vielleicht Quatsch. Georg, wie er hier in Deutschland heißt. Georg aus dem Dschungel zum Beispiel ist sehr bekannter Film. Wobei, ist er sehr bekannt? Ich kenne den Film ja, aber ist er sehr bekannt? Ist das ein Top-Film gewesen? Ich weiß das nicht. Ich fand den eher so... Ich meine, alles besser als was Til Schweiger produziert hat, aber das ist tatsächlich auch nicht so die Herausforderung. Perfekt für den begeisterten TV-Zuschauer. Ich würde wirklich George sagen, weil er in seinem Rollstuhl halt immer vorm Fernseher sitzt. Was ist das? Also drückst du zuerst diesen Knopf? Was macht dieser Knopf? Nun, was soll man dazu sagen? Es ist ein neuer Kanal. Hier, nimm das. Das ist ein Stein, den ich fand, als ich früher im Bergbau arbeitete. Komische Sache. Er leuchtet blau und blieb über 40 Jahre lang kalt. Wie Magie. Arktische Scherbe. Du erhältst eine arktische Scherbe. Die Scherbe leuchtet mit einem jeden... Wie Magie? Das müsste denn ja rein... Vielleicht dann der Zauberer? Weil wie Magie ist ja so ein bisschen... Ne? Meine Güte. Von einer Haarnadel bis zum Haus, du. Ich schaff's. Auf dem Weg, du Bauer. Oh, warte. Hi, Shane. Entschuldigung, bin Auto. Geht ganz schön lange, diese Sammelknops. Gilt das auch für Erntefrüchte? Das Zeug, dass wir statt einer Sternfrucht
2 rauskriegen oder ist das nur für Sammelobjekte hier in den Sammelobjekten? Wo ist denn der jetzt? Ich glaube hier oben jetzt, ne? Ja. Währenddessen können wir ja ein bisschen einsammeln. Das ist eigentlich das Problem. Das stört ja nicht. Hoffe ich mal. Stört's euch? Stört's euch, wenn ich hier diese Brombeere abziehe? Hallo, guck mal. Ah, ein arktischer Splitter. Ein in der Tat äußerst kraftvolle Substanz und stark mit dem Element Eis durchdrungen. Ich nehme es, wenn es dir nichts ausmacht. Bist du immer noch hier? Ja, klar, du willst was. Ja, hier. Zappelnder Wurm. Okay, zappelnder Wurm ist was für Willi. Es ist ein zappelnder, nasser Wurm. Ich habe für diesen magischen Zauberkristall habe ich einen Wurm bekommen. Das ist... Boah. Manche könnten überhaupt nicht, wurde über den Tisch gezogen, aber ich möchte meinen... Dieser Wurm auf meinem Kopf ist... Famos. Famos ist, glaube ich, das richtige Wort. Okay. Wir hätten nur Probleme mit der Rose gehabt, also sonst. Sonst kommen wir gut durch. Ich weiß tatsächlich nicht, ob wir Willi da unten jetzt noch antreffen. Weil ja von der Zeit her... Ja, magst du einen Wurm? Das ist lustig, wenn es einfach geklappt hätte. So komplett random, zack. Wirfst du dir einen Wurm auf den Kopf. Weil wir müssen ja wirklich nicht weit kommen. Da ist Willi. Schön, 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 schön. Willi, guck mal. Guck mal, was ich in meiner Hose habe. Einen zappelnden Wurm. Ah, hier ist der perfekte Köder für einen Wels, den ich versuche habe zu fangen. Hier, ich tausche mit dir. Ich bin nicht sicher, was es ist, aber es wurde vor langer Zeit an den Strand gespült. Irgendwas sagt mir, dass du ihn gebrauchen könntest, Junge. Piratenmedaillon. Na, jetzt haben wir das doch. Das ist genau das, was wir... Aber er fährt uns jetzt nicht mehr hin, ne? Ich glaube nicht, dass er uns hinfährt, oder? Nee. Weil er ja draußen steht, deswegen. Es war mir schon klar. Schade, aber wir haben es geschafft. Wir haben jetzt einen Piratenmedaillon. Klingt irgendwie nach Schweinemedaillon, nur aus dem Piraten. Kann man machen. Schmeckt bestimmt auch erbeuterisch. Ich habe keine Ahnung. Mir fällt kein piratiatastisches Verb ein. Dann angel ich noch ein bisschen. Level 10 angeln kann man immer gebrauchen. Glaube ich. Bestimmt kann man das. Wenn es da schon blubbert. Meine Kugelfische haben wir ja versaut. Also Seegürksche. Seegürksche nehme ich gerne mit. Vor allem muss ich mich hier halt auch echt nicht bemühen beim Angeln, ne? Wenn wir jetzt die ganze Zeit so angeln, muss ich mich wirklich nicht bemühen. Ups. Ich habe nicht reagiert, ich habe gequatscht. Wow. Ey. Komm, wenn man sich zu seiner Sache zu sicher ist. Meine Güte, man hat gemerkt, ich war konzentriert. Ich habe nichts mehr gesagt. Man hat es gemerkt. Gott sei Dank. Endlich wieder ein normaler Fisch. Spruck in die Super Seegurke. Jetzt kommt immer erst dieser Reflex vom Hoch. Saubere Sache. Alter, Fisch, was ist los mit dir? Get a fucking life! Alter, Finne.
Mann, der hat aber gestänkert am Ende hin. Oh, cool, ein Bait. Wir haben so viel Bait. Wir müssen das eigentlich mal in unsere Krabbenräusels machen, damit wir einen Hummer fangen können, aber okay. Looking for normalefisch.de. So, wieder ein weißer Turm. Meine Fresse. Nur Mist rausgeholt. Das ist schon wieder so eine scheiß Seegurke. Ich schlafe nicht selber. Keine Lust mehr. Das war wieder so eine super Seegurke, ich sag's euch. Bin sehr gespannt auf morgen. Weil wir das nämlich abgeben können. Das wäre super nice. Hurra, geil, Brombeeren. Darf ich schon ins Bett? Lass uns ins Bett gehen. Könntest auch noch irgendwo Brombeeren gucken und sowas, aber... Aber egal. Kokosnüsse behalte ich denn jetzt auch? Dafür. Meine Güte, was ist denn da draußen heute los, ey? Ständig Alarm. Schon wieder Polizei oder Krankenwagen, der hier dran vorbeifährt. Ja, sehr gut. Der hier dran vorbeifährt. Das habt ihr definitiv gehört. Das habt ihr definitiv gehört. Der war nicht zu überhören. So, ab ins Bett mit uns. Kann ich den Met eigentlich auch einknürzen? Testen wir mal. Nein, Met geht nicht. Okay, cool. Wer hätte es gedacht? Kokosnuss auch nicht. Mayo? Okay. Alte, schimmelige Mayo herstellen ist aber auch jetzt echt nicht the best move in the world. Kokosnüsse können eigentlich hier mit rein, oder? Komm, ist egal. Ach, den Met behalte ich für Willi. So. Ab ins Bett. Kurze Aufnahmepause. Und dann geht's gleich weiter. Ich muss nämlich mal auf Toilette, deswegen. Aber ist ja egal. So, Alter, wir haben wieder echt Geld gemacht. Mir gefällt das mit dem Brombeeren. Ich meine, die violette Pilze haben jetzt auch nicht gerade wenig gegeben. Wir sehen uns dann gleich wieder. Bis gleich.